Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forest Village, eine weitere Folge. So, Dedle, Kines, wir haben die Dame noch mit Skorbut, der Steinbruch ist fertig. Da können 12 Leute drin arbeiten. Ja, leckfett. Okay. Ja, die können wir dann im Winter arbeiten lassen, oder? Wenn die Sammler hier fertig sind, dann setzen wir da 4 ein. So, wir haben noch 2 Bauarbeiter, die so in dem Sinne nichts zu tun haben. Ich würde gerne noch eine Sammlerin einsetzen, damit die fleißig Kräuter sammelt. Beziehungsweise damit vielleicht hier mal die Vanessa geheilt wird. Die Kräuterhexe. Ich will überlegen, ob ich die hier so hinsetze. Vielleicht auch hier einfach dahinter. Lass mal kurz gucken vom Range. Hier würde das gehen. Hier ist doch kaum. Wenn Bäume wachsen, wir uns ja eh nicht. Wenn ich dann noch einen Weg durchziehe, dann wird das natürlich ineffektiv, ne? Moment mal, hier sind die Lagerhäuser. Vielleicht hier auch so hin. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Genau. Ich setze die hier so rein. Mit dem Eingang in diese Richtung. So, dann ist der Weg auch nicht so lang bis ins Dorf. So. Ja, das schaut gut aus. Dann ziehen wir noch einen Weg. So. Achso, ich habe jetzt wieder Pause gemacht. 5-fach Geschwindigkeit. Hier sind auf jeden Fall ordentlich Büsche und so weiter rumherum. Müsste eigentlich passen. So, Holz kommt jetzt auch langsam wieder rein. Das ist gut, denn wir brauchen ordentlich Holz für die für das Krankenhaus. Das sieht richtig gut aus. Gemüse ist für meinen Geschmack immer noch zu wenig. Wir sind schon im Herbst, aber es ist noch nicht Winteranfang. Also der Frost hat noch nicht eingesetzt und hier ist ja noch ein bisschen was auf dem Feld. Also es müsste eigentlich gehen. Und Obst kriegen wir erst nächstes Jahr mit diesem Feld hier rein. Vanessa, Hilfe naht. Wo sind eigentlich unsere Bauarbeiter unterwegs? Den Weg haben sie gebaut. Ach, die schaffen da schon Zeug hin. 170 Holz, Erze, Stein. Ja, geht. Ah, okay, wir brauchen eine Lehmmine fürs Krankenhaus. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal die. Dann müssen wir halt, wenn wir hier ein bisschen effektiv Stein gesammelt haben, weil da brauchen wir auch viel mehr Leute. Ne? Guck mal hier, wie schön die aussieht, die Mine. Pause-Hype. Die Mine vor der Stadt. Mit Fässern oder ohne? So. Entscheide ich mich später. Wir machen Schlaroffel zusammen. So, den Hammer müssen wir noch sehen, ne? Uah. So. Druck. Alles klar, geht weiter. Nichts passiert. Ha, da. Der Bär war dem Dorf zu nah. Ich hab's gewusst. Was? 3000... 804, ach, das ist überhaupt noch da drin. Achso, das könnten maximal 10.000 sein. Da müssen wir aber. Okay, verstehe. Okay, alrighty. Okay, oh, jetzt fängt der Frost an. Habe ich hier noch jemand eingesetzt? Nö, gell? Da ist noch Dings drauf. Ich Idiot, warte mal kurz. Bau mal ab.
Da ist noch Flachs drauf. Klamotten. Das wird zweimal reichen. Hol ich jetzt das noch ab? Habe ich viel zu früh abgezogen, oder? Okay. So, die Sammler können noch sammeln. Das heißt, wir setzen sie noch ein. So, wie viele Jäger haben wir denn? 4. Aber Fleisch haben wir echt ordentlich. Und Gemüse kommt auch echt gut rein. Oh, das Feld ist leer. Oder? Ja. Dann können wir hier auf jeden Fall jemanden abziehen. Und... Komm, 2 Flachs. Komm, go, go, go. Einen noch. Sag mal, kann ja nicht so schwer sein. Ja, 2 kann ich hier gar nicht einsetzen, wa? Sehr schön. Weitermachen. Na, wieso ist da noch kein Fragezeichen? Jetzt ein Fragezeichen da. Hä? Okay. Was ist denn... Also es ist doch alles neu, dass sie sich festbacken, oder? Was macht die KI da? Kommt die irgendwann raus? Das ist echt schade. Das war doch früher nicht drin. Oh, sie hat's geschafft. Sehr gut. Ich setze hier nochmal ein, bis es Winter ist. Also erst, wenn es frostet. Dann können die vielleicht die Bäume noch so ein bisschen behandeln. So, dann können wir eigentlich hier schon mal 2 einsetzen. Aha, da fehlt noch Stein. Okay, das ist ja gut zu wissen. Gut, dass ich hier die Dings hab, ne? Cool, ja. Okay, gut. Das sind schon 28 Leute. Was haben wir denn? Wie sieht eigentlich mit dem Brennholz aus? Habe ich das, was habe ich das limitiert? Auf 600. Okay. Auch die Bäume sind wieder echt super effektiv da, oder? Wenn ich mir das hier so angucke. Richtig dicke Dinger geworden. Irgendwie hat sich's beruhigt, das Spiel, komischerweise. Jetzt schon Feierabend hier? Die arbeiten immer noch auf dem Feld. Die kann ich abziehen. Das ist eh null. Da wird auch nichts mehr wachsen. Ja, komisch. So, Steinhype. So, gut, alles mal durchprüfen. Kommen wir durch den Winter. Wir haben die Fischer jederzeit voll eingesetzt. Wir haben 3 Sammler, die können wir schon mal abziehen. Die auf dem Feld, wann ist denn hier Schluss? Winter beginnen. Steht das nicht auch irgendwo? 0 bis 27. Wir sind doch bei minus 9 Grad. Wieso macht die hier weiter? Verstehe ich nicht. Egal. Lassen wir noch 2 jagen. Spark, wir haben echt genügend eigentlich. Und schicken noch einen in die Mine. So, wie sieht's denn hier aus? 8 Stück. Wie viel fehlt denn hier? Wieso tragen die es jetzt erst nach unten? Wieso tragen sie es nicht direkt darüber? Okay. Das kann nicht sein. Dann ziehen wir die komplett ab. So, komm. Steine klopfen im Winter. Genau. Der Werkzeugmacher macht auf 40. Den haben wir schon gar nicht eingesetzt. Alles klar. Okay, sieht doch ganz gut aus. 672 Fisch, super. Die Kartoffeln werden schon wieder nicht lang, trotz 2 Felder.
Das ist ja echt übel. Oder habe ich da einen Fehler gemacht und habe die zu früh abgezogen? Damit hat er das Feld irgendwie geklärt. Klamotten. Haben wir immer noch jemanden eingesetzt, der immer 50 macht? Das ist ja eigentlich auch Bullshit. Das können wir einsetzen, wenn es soweit ist. Wir müssen erstmal Stein hier rausholen. Echt schade, dass das begrenzt ist. Guck mal. Was? Die haben schon 1000 Steine rausgeholt? Wie viel waren das? Ne, es waren 3800, gell? Glaube ich. Ja. So, Kräuterhexer. Vanessa, es kommt Hilfe. Wir schaffen das. Gut, und Lehm ist was, was wir nicht abbauen können. Da brauchen wir eine Lehmmine. Das wäre dann langfristige Investition in ein Krankenhaus. Ist halt die Frage, ab wann ein Krankenhaus notwendig ist. Ob das im Laufe des Spiels notwendig wird oder ob es an die Maximalanzahl an Spielern notwendig wird. An Bewohnern natürlich. Ja. Ich finde es aber gut, dass das Spiel so anspruchsvoll ist. Muss ich echt sagen. Wenn es jetzt so ein Selbstläufer wäre, wäre das auch doof. Wobei ich jetzt am Anfang, als wir die Aufnahmesession begonnen haben, gedacht habe, jetzt bin ich tot. Aber irgendwie hat sich das alles amortisiert. Also irgendwie kommen wir jetzt hin. Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr... Und vielleicht doch noch ein Kartoffelfeld machen, weil das wird ja schon wieder nichts. Guck mal, was die an Gemüse fressen. Warum hauen die sich nicht mal Fleisch rein? Moment mal, rein theoretisch geht doch hier ein Weg und so. Vielleicht tacke ich den Weg hier weg und mache ein Feld hier quer rüber. Ja, ich glaube, so mache ich es. Okay, also mit genügend Kleidung und Kräutern sollte das eigentlich kein Thema sein. Wo ist denn eigentlich Vanessa? Ist sie tot? Nee, der Scheiterhaufen hat noch nicht gebrannt, ne? Also wäre es eine rote Meldung. Wo ist Vanessa? Ist sie schon? Nee, da läuft sie noch. Vanessa, bist du's? Vom Feldarbeiter. Ja, Vanessa ist schon 12. 12? Ist das reale Alter? Was ein Leben. Hoden. Nee, Holden heißt er. Ich dachte schon, wer nennt jemand Hoden? Mein Kind heißt Hoden! Das wär's ja. So, die Kräuterhexe kann eingesetzt werden. Wir müssen mal jemand abziehen und ich sage, wir haben genügend Fleisch und ziehen deswegen hier. Und da sagen wir, Winter ist egal, kann den nicht sammeln, also setzen wir es doch wieder beim Jäger ein. Alles klar. Echt total verfehlt, hier geht der Weg lang, gell? Dann können wir hier noch ein Haus hinsetzen, eventuell. Guck mal hier, wie der Baumbestand sich hinten erholt. Schön. So, wir sind mitten im Winter. Wie schaut's denn aus? Brennholz 378, da würde ich auch mal drauf achten. Obwohl, die produziert danach, ne? Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Von den Klamotten habe ich abgezogen, ne? Ja. Was kostet eigentlich eine Schule? Wo ist denn? Da. 680 Holz, 480 Stein. Das kostet alles so viel Stein. Mit dem einen Steinbruch, was waren das, 3800? Na gut, da kann ich schon ein paar größere Gebäude bauen, ja, geht schon. Tja, guck mal, Gemüse ist wieder aufgebraucht. Das kann doch nicht sein, wir haben viel zu viel Fisch irgendwie immer. Also lieber einseitig ernährt, aber viel zu wenig Obst.
Obst und Gemüse ist echt zu wenig. Ich glaube, ich werde es so machen. Sobald das hier ein bisschen alles sich beruhigt hat, wobei das können wir jetzt auch schon machen. Wir haben ja noch zwei Bauarbeiter im Einsatz. Aber mal Felder kann ich drüber bauen, habe ich von denen gelernt, ne? Über den Weg. Dann werde ich jetzt ein Feld anlegen. Feld. Da ist der Dings. Das ist der Weg. Zwei. Eins. Das ist ein. Ach, 9 mal 19 ist das ja auch. 90, 9 mal 9, 81, 171. Ich lasse einen Dings dazwischen. Ah, das geht auch. Ah, dann machen wir es so. Machen wir es so, dann haben wir nämlich noch Platz dazwischen. So, Menschen sind schon zwei. Ende mal. Ah, das geht nicht in dieser Breite. Es muss so. So. Erschien bin ich da nicht mit glücklich. Ich soll das mal abtauen. Ich will sehen, wo ich hinbaue. Das ist blöd. Oh, gleich. Ist ja eh Winter. Könnten aber, wir haben genügend Holz und wir haben langsam genügend Stein. Das heißt, wir sind am Ende des Winters. Oh, wir müssen gleich handeln. Wir könnten aber schon mal. Hier brauchen wir dann ein Weizenfeld. Was wollte ich denn als erstes bauen? Eine Schule ist zu teuer, ne? 86, ja, ist zu teuer. Das Krankenhaus auch 680, 400. Das kosten die alle gleich. Die kosten alle gleich. So viel haben wir gar nicht. So, wir warten jetzt einfach ab. Es muss jetzt demnächst mal abtauen. Wir sind am Ende des Winters. Die Werkzeugreserven sind niedrig. Joa, dann. Wir haben gerade eh nichts zu bauen. Komm, bauen wir mal wieder Werkzeuge. Es nervt ein bisschen, oder? Wenn er bei 35 schon rummotzt. Kostet uns jetzt 10 Steine. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und dann kann ich den einen hier eigentlich auch noch abziehen und hier draufsetzen. So, Vorfrühling. Ich glaube, im Vorfrühling dürfen die Sammler schon, oder? Die dürften auch schon, oder? Warte mal. Ja, können wir locker abziehen. Zwei Jäger weniger. Schön mal Kräuter sammeln. Ich glaube, hier ziehe ich mal ein paar ab. Machen wir hier mal 5. Zwei. Zwei. So. So, wir haben 1 Grad. Da müssten die doch eigentlich hier auch schon arbeiten können. So, wo hatte ich die denn alle eingesetzt? Beim Fischen hier habe ich permanent da drin. Beim Förster. Hier, den Werkzeugreserventyp können wir abziehen. Jetzt haben wir noch einen Übra. Und ich setze die mal hier. Mal hier mal auf 3. Fische lassen wir mal. So. Ups. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat er sie hinten eingesetzt. Will hier? Ah ja, geht. Flachs. Kartoffeln. Kartoffeln. Jetzt haben wir wieder keine übrig, ne? Die Kräuterhexe habe ich 2. Ich glaube, da würde auch reichen, wenn einer sammelt. Und dann machen wir noch einen Sammler weniger und machen hier meine 2 aufs Feld.
So. Okay. Guti. Läuft. Frühlingshype. Warp 1. Speichern machen wir gleich. Machen wir jetzt. Ihr kriegt's mit, wenn es abstürzt. Speichern. Bitte speichern! Hype! Und? Oh, gut, wunderbar. Ich kann die Folge beruhigt abschließen. Schön, liegt mein kleines Dorf und funktioniert. Ach, bin ich sehr zufrieden. Wir sind am Ende einer Folge, diesmal rechtzeitig. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.